Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir wieder auf der Messe Nürnberg. Diesmal die Fachpack 2024. Und mal schauen, was alles so gibt. Also wir starten wieder in der Halle 7a und gehen einfach mal weiter. Heute habe ich jemand mit dabei. Ja, hier trifft sich die Branche, die Verpackungsindustrie. Natürlich wieder alles groß und mächtig aufgebaut. Ich bin nur voraus, also versorgt. Gell? Kannst ruhig bei mir bleiben, seit ich. Ja, gehen wir hier mal runter. Heute der erste Tag. Entsprechend waren eigentlich der gesamte Parkplatz schon ausgebucht. Aber Bewegung schadet ja nichts, wie sie es so schön nennt. Ja, die Halle 7a. Hell und groß. So, nur ein kleiner Eindruck gebe, was sie hier zu sehen gibt. Ein Messebesuch kann man eigentlich durch nichts ergänzen. Hallihallo. Servus. Tja, ein kleiner Einblick in die Halle 7 war das jetzt. Mach noch einen zweiten auf. Und jetzt geht es dann gleich weiter von der 7a in die Halle 7. So, jetzt sind wir in der Halle 7 und auch hier wieder volles Haus. Gehen wir geradeaus mal durch. Ja, die Robotik. Natürlich wichtig. Und auch schwere Pakete lassen sich leicht transportieren. Ja. Okay. Ja, die haben wieder keinen Aufwand gescheut, hier alles aufzubauen. Die Dame hat Angst, keine Sorge. Ja, das Messezentrum Nürnberg natürlich eine Leitmesse um die andere. Und jetzt haben wir die Fachpack. Viele interessierte Besucher jetzt schon morgen. Jetzt haben wir 10:30 am ersten Messetag. Immer wieder beeindruckend, was hier alles aufgebaut wird. Wir können jetzt heute auch nicht durch die gesamte Messe durch. Wir schauen uns halt mal die wichtigsten Hallen an.
wie bei McDonald's. So ein kleines Eck machen wir noch in der Halle 7. Ja, die Roboter, überall sind sie. Hallo. So, liebe Zuschauer, das war jetzt mal die Halle 7. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir in der Halle 6. Und wir gehen geradeaus durch. Ja, ich habe einen stillen Begleiter dabei. Der mich jetzt gerade wie so, der mich durch die Hallen durchschiebt. Ich glaube, durch den Messestand gehen wir mal quer durch. Auch da gilt natürlich wieder, ich kann nur zeigen, was es gibt, kann aber keine fachkundige Fragen stellen. Bei den vielen Messen, die ich hier mache, ja auch verständlich. Kleines Eck nach links nochmals. Und hier von der Halle 6 auch noch was sieht. Ja, das soll ein kleiner Einblick gewesen sein von der Halle 6. Und wir sehen uns auch gleich wieder in der nächsten Halle. So, jetzt haben wir einen großen Schritt gemacht. Wir sind jetzt in die Halle 1 marschiert und schauen uns die 1 an und arbeiten uns dann wieder vor Richtung Messezentrum Ost. So, eins, welche Richtung wollen wir laufen? So, hier rauf. Ich habe immer noch einen Begleiter dabei, der aber nicht ins Bild möchte.
Ja. Auch hier alles voller Hightech. Vom Kleinunternehmer bis zum Big Player. Ist alles hier. Ja, das Thema Etiketten wird euch nie aussterben. Gehen wir durch den Stand mal durch. Ausnahmsweise. Morgen. Hallo, morgen. Also freundlich begrüßt. Schon mal kein schlechtes Zeichen. Ja, das war es jetzt mal hier auf dem Messestand. Verpackungsmaschinen. Robotik, alles hier. Ja, es wurde kein Aufwand gescheut, um hier richtig aufzutrumpfen. Also durchaus beeindruckend. Was hier alles zu sehen gibt. Jetzt werden wir durch die Halle 1 weitestgehend durch. Und gleich geht es weiter in der Halle 2. Ein kleiner Rundblick hier aus der 1. So, jetzt sind wir in der Halle 2. Jetzt geht es auch hier weiter. Gut, 1 nach 2.
So, hier haben wir die Kamera ein bisschen höher, weil doch recht viele Leute da sind. Newcomer Pavillon, den schauen wir uns mal an, einfach mal vorbei. Also auch junge Unternehmer haben die Chance, sich hier zu präsentieren. Was ja extrem wichtig ist. So, das war es dann schon in dieser Halle und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt sind wir in der Halle 3 angekommen und es geht auch schon weiter. 3 und die 3C haben wir heute auch noch mit. Dann gibt es heute ein bisschen längeres Video. Aber warum nicht? Ist ja eine große Messe. Und viele interessierte Leute, die es auch interessiert, hoffentlich hier vor Ort auf jeden Fall und vielleicht dann auch im Video. So, die internationale Halle. Hier in der 3. Jetzt gehe ich mal nach links. Und dann Richtung 3C hätte ich vorgeschlagen. Riesengroß die Veranstaltung. Die Kamera wieder ein bisschen hoch. Haben wir die Möglichkeiten. Entschuldigung, Entschuldigung. So, habe mich durchgedrängt hier.
So, direkter Kurs auf die Halle 3A. Jetzt sind wir tatsächlich schon in der Halle 3A angekommen. Da machen wir mal ein kleiner Schlenker noch mal durch. Eine sehr helle Halle. Ja, die Welt der Verpackung an einem Platz hier im Messezentrum Nürnberg. Für mich beeindruckend, was es zu sehen gibt. Ich hoffe, euch geht es auch so. Wir haben jetzt noch eine Halle vor uns. Dann sind wir auch schon durch. Das soll es auch gewesen sein mit dieser Halle. Und jetzt geht es weiter zu unserer letzten Halle. Die 4A und dann sind wir auch gleich wieder im Pressezentrum Ost. Zum wohlverdienten Kaffee. Also bis gleich. So, jetzt sind wir natürlich noch in der Halle 4A angekommen. Machen wir einen kurzen Schlenker durch und dann war es das für heute auch schon. Gehen wir hier in der Mitte durch nochmals. Dann war das wieder ein Rundgang durch die Fachpack 2024. Also Dampfturbine, eher schwer. Thank you.
Ja, liebe Zuschauer, das war's jetzt hier von der Fachpack 2024 in Nürnberg. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, dann gerne teilen und liken. Wenn nein, ist halt so. Alles klar. Tschüss.